Der Kollege Roderich Kiesewetter. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Jeder von uns, der schon mal in Mali war, weiß um die schwierige Lage dort, weiß aber auch um die Fortschritte, die zumindest durch die Ausbildungsmission und einige andere Einsätze vor Ort erreicht wurden. Und uns muss bewusst sein, wenn wir heute über die Ausbildungsmission sprechen, dass sie nur ein Mosaikstein ist von vielen anderen. Der Bundesaußenminister hat es angesprochen. Ich will aber trotzdem noch mal die UNO-Mission ansprechen, weil sie miteinander verzahnt ist, MINUSMA. Und auch die französische Antiterrormission Barkhane und eine ganze Reihe ziviler Bereiche, wie beispielsweise die EU-CAP-Mission und vor allen Dingen auch unsere Anstrengungen in der Entwicklungszusammenarbeit. Und da freut es mich ganz besonders, und das finden wir nicht oft in den Mandatstexten, dass in diesem Mandatstext auch sehr klar über die entwicklungspolitischen Anstrengungen gesprochen wird, insbesondere im Bereich Dezentralisierung, gute Regierungsführung, aber auch in so handfesten Bereichen wie Wasser- und Abwasserversorgung und für eine nachhaltige Landwirtschaft. Das alles zusammen macht den Einsatz in Mali aus. Und wir dürfen durch die Mechanik unserer Debatten nicht auf den Leim der Linken gehen und ständig in eine militärische Debatte ziehen zu lassen. Es ist ein ganzheitlicher Einsatz, den wir dort haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und vielleicht auch, was unsere Debattenkultur im Bundestag angeht, ist es entscheidend, auch mal herauszustellen, was die Gesamtlage bedeutet. Gestern hatten wir hier in Berlin eine Konferenz über Sicherheit, Frieden und Entwicklung in Afrika. Und bei dieser Konferenz wurde auch sehr klar, dass die erste Voraussetzung für weitere Entwicklung nun mal Sicherheit ist. Und wenn wir dieses Engagement betrachten, muss uns auch deutlich sein, dass unsere Anstrengungen wie im Valletta-Gipfel November 15 oder bei verschiedenen EU-Gipfeln nicht umsonst sind. Denn wir erleben, dass die Region sich selber auch miteinander vernetzt. Es gibt relativ neu eine Gruppe von 5 Sahelstaaten, Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und Tschad, die versuchen, in einer gemeinsamen Sicherheitskooperation gegen den Terror vorzugehen und zugleich Entwicklungsperspektiven für ihre Bevölkerung zu leisten. Warum ist das so entscheidend? In Subsahara-Afrika leben rund 700 Millionen Menschen und jedes Jahr kommen 2 Millionen dazu. Bei uns würde das bedeuten 2 Millionen Kindergartenplätze, 2 Millionen Schulplätze, 2 Millionen Arbeitsplätze. Dort bedeutet es aber in der Regel Aufwachsen in der Hoffnung auf Migration. Und es kann doch nicht unser Ziel sein, die militärischen Engagements dort einzustellen und die Entwicklungszusammenarbeit nicht mehr zu schützen und dann noch mehr Migration zu erzeugen. Unser Ziel muss doch sein, die Feuer, die dort sind, auszutreten. Und dann lesen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, mal das Friedensgutachten. Gerade das unlängst veröffentlichte Friedensgutachten macht deutlich, die Präsenz von UN-Truppen stärkt die nachhaltige Entwicklung in der Region, weil sie erstens zur Ausbildung beiträgt, zweitens zur Rückversicherung der jeweiligen Regierungen, drittens zu einer bestimmten Kontrolle und auch zu einem gewissen Gefühl wachsender Sicherheit in der Bevölkerung. Und das bedeutet für die Entwicklungszusammenarbeit auch, das Schaffen einigermaßen stabiler Umwelten, von wo aus man investieren kann. 700 Millionen Menschen in der Region. Aber für Mali selbst bedeutet es fast 140.000 Flüchtlinge außerhalb des Landes, rund 40.000 Flüchtlinge innerhalb des Landes. Wenn wir also diese Ausbildungsmission betrachten, so ist sie eingebettet in einen weitaus größeren Ansatz. Und deshalb möchte ich abschließend ein paar Punkte ansprechen, die mir da am Herzen liegen. Wenn die Europäische Union sich stärker auf Afrika fokussieren will, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, und wenn wir als Bundesrepublik Deutschland uns stärker um Afrika kümmern wollen, so sollten wir eine abgestimmte Strategie haben. Die Europäische Union hat in der Handelspolitik bereits das Zepter übernommen und organisiert die Handelspolitik. Wir sollten in den nächsten Jahren alles daran setzen, dass auch die Entwicklungszusammenarbeit stärker koordiniert wird. Die Ansätze, die die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit Frankreich leistet und vielen anderen Partnern, könnten wir von Brüssel aus stärker koordinieren, durch Fordern von unserer Seite, aber auch entsprechenden Förderprogrammen, die wir alleine zu leisten, nicht in der Lage sind. Und deshalb halte ich es auch für sehr sinnvoll, wenn wir
im Bundestag, wenn wir über solche Mandate sprechen, sie in den übergeordneten Zusammenhang einordnen. Der zweite Aspekt neben dieser Strategieentwicklung ist die entwicklungspolitische Orientierung, sodass wir eben nicht auf die ausschließliche militärische Fokussierung von Einsätzen gehen. Aber Herr Außenminister, ich bitte Sie auch, Investitionen in Verteidigung und Sicherheit nicht gegen diplomatisches Engagement und Entwicklungsengagement auseinanderzuspielen, auseinanderzudividieren. Wir müssen sehr deutlich und klar sagen, dass das gemeinsame Engagement für bessere Verteidigungsbemühungen, für mehr diplomatische Anstrengungen und für nachhaltige Entwicklungspolitik auch das verdienen, was Ischinger und der Altbundespräsident Gauck angesprochen haben, dass wir die Bündelung des 2-Prozent-Ziels mit verstärktem entwicklungspolitischem und diplomatischem Engagement verknüpfen und in Richtung eines 2,5- oder 3-Prozent-Zieles gehen, damit wir das, was wir leisten wollen, auch stärker miteinander verschränken und vor allen Dingen unserer Bevölkerung auch klar machen, dass es eben nicht, wie die Linke ständig suggerieren will, um einen Militäreinsatz geht, sondern um ein abgestimmtes gemeinsames Engagement für die Stabilisierung Afrikas und für Partnerschaft auf Augenhöhe. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Zum Abschluss dieser Aussprache hat der Kollege